Auf jeden Fall, ich habe mir so gedacht, ich mache mal wieder ein israelisches Video, und zwar nämlich die Geschichte Israel. Und zwar, wie sie begann und jetzt. Ja, beginnen wir einfach mal. Die allerersten Juden entstanden bei Rom. Die Israel, oder Juden genau genommen, die Juden hatten es irgendwie schwer, weil ihre Religion von Gott wurde nicht so ganz überzeugt. So von den Römern und so halt. Die Juden wanderten in verschiedenen Ländern und wollten unbedingt ihr eigenes Land haben. Die Israel, oder Juden, ist das eigentlich mehr oder weniger selber, da gab es das Land Israel noch nicht so wirklich. Die Juden lebten in verschiedenen Orten, kann man so sagen. Ab und zu lebten sie dort, ab und zu lebten sie dort und ab und zu lebten sie auch mal dorthin. Sie wurden sehr schwer exploitiert, weil die Juden sind ein bisschen seltsam, kann man sagen. Als ich zum ersten Mal nach Israel komme und die Juden sahen mit ihren weißen Umhängen, mit ihren weißen Pullover, diese Mütze auf dem Kopf und diese Bewegung gemacht haben. Die Europa mochten die Juden überhaupt nicht wirklich, weil die benahmen sich irgendwie so seltsam und da wurden sie mehr oder weniger respektlos behandelt mit ihrer Religion halt. Dann haben halt die Juden eine Weile in Ägypten gelebt, wurden halt Sklaven und ja, jetzt kommt halt die Bibel mit Moses und so, aber ich glaube, ihr kennt sie, ich glaube, ihr kennt sie ja nicht, wir können das alles überspringen halt, mehr oder weniger. Da hatten auf jeden Fall die Juden irgendwie einen festen Ort gefunden und sie nennten das war so mitten in Arabien halt und die haben die Araber vertrieben und sie nannten nämlich hier diesen arabischen Platz halt Israel. So entstand halt der Ort Israel. Da kam halt Jesus auf die Erde, bla bla, weißer Mann laufen, diesen Salz, er stirbt, Kreuze, die Auferstehung und so. Ja, ich glaube, da muss ich nichts mehr wirklich was sagen, oder? Im 19. Jahrhundert wurden halt Juden mehr respektiert und so. Aber ihre Religion wurde halt nicht so religiös behandelt, sondern mehr Rassist. Okay, jetzt nehmen wir halt jetzt die Juden Israeler, okay? Die Israelen wandten irgendwie weg aus ihrer Heimatland Israel und gingen in verschiedenen Ländern. Die meisten gingen halt nach Amerika, das Land der Freiheit. Das lag halt mehr oder weniger daran, weil eigentlich ist Israel nicht Israel, sondern Arabien, weil früher haben dort halt die Araber dort damals gelebt. Und die Juden und die Israel haben sie halt da verbannt und so, deswegen bekamen sie langsam Israel wieder zurück. Da wurde halt Israel immer kleiner und kleiner, kann man so sagen. Ja, viele Israel lebten halt so in Amerika und in anderen Ländern. Die Araber machen sich immer ein bisschen besorgt, weil viele Leute haben sich entschieden, den jüdischen Glauben zu benutzen, dann hatten mehr Leute irgendwie Angst und so. Ja, ungefähr so nach dem Ersten Weltkrieg haben sich halt die Juden Israel entschieden, wieder in ihr Land Israel wieder zurückzugehen und dort langsam wieder das Land Israel mal wieder. Juden und Israel freuen sich irgendwie, dass hier ihr richtiges Land ist und da eigentlich mal mehr oder weniger Frieden herrscht mit den Arabern. Auf jeden Fall in Tel Aviv hat man offiziell, dass die Juden Israel wieder nach Israel gehen dürfen und so. Ja, und dann kam halt der Zweite Weltkrieg und so, dann wurden halt es ist so dumm, Leute. Habt ihr Bock, dass ich ein Video mache über Nazi-Deutschland? Aber nur über das Nazi-Deutschland rede mal. Wie ist es für mich so als Deutsche zu leben in Israel, was wir Deutschen damals angetan haben? Habt ihr mal auf sowas Bock, dass ich so ein Video mache? Der alte Präsident von Deutschland, Adolf Hitler, erzählte halt sein Land Deutschland, dass die Juden eklige Wesen sind. Sie sind Tiere, sagt man. Und dass die Juden auf vier Beinen rumstehen und dass sie die Deutschen angreifen. Das klingt dumm, Leute, ist es aber so. Deutschland hatte nämlich Angst, dass die Israel ihr Land angreifen. Deutschland, entschied man sich mal ungefähr alle Juden zu töten, die in Deutschland leben. Es waren ungefähr so 16 Millionen. Am nächsten Tag greiften halt die Ägypter, die Araber, die Iraner und die anderen Orten halt Israel an, weil sie wollten nicht, dass die Israel in ihr Land eintreten. Ich bin ein bisschen verwirrt, ich glaube, ihr seid auch ein bisschen verwirrt. Okay, gehört Israel zu Arabien oder nicht? Sind wir falsch? Eigentlich, es ist echt schwierig, wenn man das sagen soll. Es ist wirklich kompliziert. Ein Thema, was bis heute noch streitet, gehört Israel zu Arabien oder nicht? Weil früher gehört das Arabien damals, jetzt nicht mehr und die wollen ihr Land jetzt zurückhaben. Also sie wollen halt, dass die Juden Israelen weggehen. Die Israelen können sich behaupten, sie schlagen halt zurück
Und die Israelen waren besser als, weil dieses kleine Land Israel war so viel stärker als die anderen Länder zusammen, krass muss man sagen, und die haben halt gewonnen. Ein Jahr später herrscht Waffenstillstand. Kein Frieden, Waffenstillstand. Das Israel wurde langsam immer größer und größer, als sie zuerst bei Israel gemacht haben. Ja, und die Israelen halt wollten, dass die Araber weggehen von Israel, aber die Araber wollen nicht Israel verlassen, weil das ist halt ihr Ort, muss man sagen, und die meisten sind halt so Flüchtlinge, und es existiert jetzt die halb Araber, halb Juden, halb Moslem und so, wie man die nennen kann und so. Im Jahr 650 kommt es zum Surenkrieg. Aus irgendeinem Grund, es gibt so ein kleines Problem mit Arabien und England, und die haben so ein kleines Problem, und Israel wird zu diesem Problem hineingezogen, einfach so. Man hat das Problem auch mehr oder weniger gelöst, aber dann wurden halt Israel und die anderen arabischen Orte zu heftigen Feinden. Da gab es ein kleines Problem, und zwar in Amerika greift halt Israel an und Russland greift Arabien ein, damit man irgendwie Lösung findet. Israel greift halt Ägypten ohne irgendwelche Vorwarnung, und ja, dann ohne Vorwarnung greift halt Ägypten Israel an. Dann erobert halt Israel Osten Israel. Aber dieser Krieg löste keine Probleme, im Gegenteil, es macht nur noch schlimmer. Man hat neue Probleme an Bord. Eine halbe Million Araber mussten halt nach Israel weggehen. Wenn sie nicht weggehen, wurden sie halt umgebracht von Israel. Und ja. Und man wieder muss halt Amerika und Russland, diese zwei Länder, mal wieder retten. Weil sie hatten nämlich Angst, dass sie einen dritten Weltkrieg machen und so. Auf jeden Fall haben sich halt Israel und Arabien halt einen Friedensvertrag gemacht. Ja, und es gab ja halt in Israel. Viele Araber wollten halt in Israel leben, weil da gab es mehr Freiheit als in Arabien, muss man sagen halt. Und ja, und das waren also so Flüchtlinge, und man hat sich halt, und dort zu leben durften, hatten sie sich halt ihre Religion verstoßen. Viele Araber sind halt Muslim oder Muslim. Also ich bin halb Jude und halb Muslimer. Wusstet ihr das? Habt ihr Bock, dass ich ein Video mache über Muslim-Religion? Habt ihr sowas Bock? In unserer jetzt, im 21. Jahrhundert sind halt viele Juden ausgewandert nach Russland, nach Deutschland, nach Amerika, Australien, Norwegen und viele andere Orte halt. Jetzt denkt ihr euch sowas wie, okay, Israel ist so ein kleines Land, die restlichen arabischen Länder plus Ägypten, Arabien, Iran, die und Syrien, das ist ungefähr so riesig, und wir haben die verlieren gegen sowas. Jetzt fragt man sich nur, wie, Digga? Ja, das liegt wegen des israelischen Militär. Auf jeden Fall, es war so, viele Araber haben halt in Israel Leute umgebracht, das waren normale Bürger halt. Dann hat sich halt die israelische Regierung entschieden, okay, jetzt muss jeder Bürger Militärkampfkunst besitzen. Also es ist so, nach dem Schulabschluss gehst du halt ins Militär. Männer gehen dort 3 Jahre lang, Frauen gehen dort 2 Jahre, und die lernen halt Kampfkunst, Waffenumgang, und auch im Notfall für den Dritten Weltkrieg oder andere Kriege halt, sich zu vorbereiten. Jeder Teenager in Israel hat Militärzugriff. Vergleich mit Amerika. Jeder dritte Amerikaner hat Waffenbesitz. In Israel hat fast jeder Israeler Militärbesitz. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, in Deutschland, da kannst du nicht einfach so ins Militär gehen. Du musst deinen Test machen und die entscheiden, ob du dahin gehen kannst oder nicht. Und in Israel, du musst da hingehen, ob du willst oder nicht. Mein Freund Michael, er ist im Militär, hier ein Foto bitteschön. Und er ist auch YouTuber, abonniert seinen Kanal, hier oben, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall dann so 2002 entschieden sich halt der israelische Präsident und der Präsident Israel mal, endlich mal Frieden zu stellen. Ja, hätte da aber nicht so wirklich lange. Das war mein Video. Was denkt ihr über Israel? Was denkt ihr über die politischen Dinge über Israel und Arabien? Ja, das war's auch. Ciao.